Das erste Damen-Weltranglistenturnier der Saison findet traditionell auf württembergischem Boden statt. Beim Südwestbank Cup geht es zum einen um den Titel der internationalen württembergischen Meisterin, nebenbei aber auch noch um insgesamt $15.000 Preisgeld. Die Siegerin erhält davon knapp $2.500 und sammelt 12 Weltranglistenpunkte. Ausgetragen wird das ITF-Turnier im Landesleistungszentrum des Württembergischen Tennisbundes in Stuttgart-Stammheim. Das Turnier findet im Rahmen der German Masters-Serie statt, die vor allem bei jungen Spielerinnen beliebt ist, die noch am Anfang ihrer Profikarriere stehen. Es ist speziell jetzt Anfang des Jahres natürlich so, es gibt relativ wenige Turniere gleichzeitig. Das heißt, es drängt sich hier. Das heißt, hier haben wir einen Cut-Off, die Besten im Hauptfeld, oder Hauptfeld geht von 150 bis 400 etwa Weltrangliste. Das ist außergewöhnlich gut und selbst in die Qualifikation ist man ohne Weltrangliste nicht reingekommen. Das passiert im Sommer nicht, da gibt es so viel Angebot. Das heißt, jetzt ist es wesentlich stärker, als es normalerweise für die Dotierung sein sollte. Vorjahressiegerin Anna Blinkova ist in diesem Jahr nicht am Start. Sie setzte sich dagegen bei den Australian Open souverän in der Qualifikation durch und steht dort mittlerweile sogar in der zweiten Runde des Hauptfeldes. Sicherlich ein Indiz für das hohe Niveau dieser Turnierserie. Die sogenannten kleinen Turniere sind also ein echtes Sprungbrett für den Nachwuchs. Klar, das geht vielleicht nicht bei allen in einem Jahr, aber das sollte in zwei oder drei Jahren dann funktionieren, weil es soll ja nur ein Sprungbrett sein, um in die nächste Kategorie zu kommen und dann natürlich als Ziel die Grand Slams zu haben oder die Weltrangliste der ersten 50 oder so. Das muss das Ziel sein hier im Endeffekt für die Nachwuchsspielerinnen. Es sind junge Mädels, die eben wie gesagt vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr bei den Australian Open aufschlagen oder beim großen Turnier was gewinnen. Man kann sich schon mal ein Bild machen, wen meint man, der da wirklich durchkommen kann. Top gesetzt ist in diesem Jahr mit Tamara Korpatsch eine junge deutsche Spielerin, die im letzten Jahr unter anderem das Turnier in Horb gewinnen konnte. Mit Anna Zeyer, der amtierenden deutschen U18-Meisterin Anna Gabritsch und Lena Rüffer, alle vom TC Waldau sowie Emily Seibold und Carmen Schultheiß vom TC BW Vaihingen-Rohr sind auch 5 ambitionierte Spielerinnen aus Stuttgart am Start. Das Turnier läuft bis kommenden Sonntag, das Finale findet dann um 13 Uhr statt.